warte mal, ich muss mit dir reden. Was gibt's? Ich hab zu tun. Ja, weißt du, ich hab noch mal nachgedacht. Wir sind doch zu gute Freunde, um zu streiten. Da hast du recht, Fuzzi. Ich wusste, dass du nicht so blöd bist, wie du dich anstellst. Also jetzt erzähl mir alles über die Goldmine und wo sie ist. Los, spuck's aus. Ich darf ja nicht, aber... Du sehr klug sein, du schnell Geld besorgt, aber nicht sagen für die Kassen, der schlechte Medizin für dich. Nein, es geht nicht, Billy. Du musst einfach an dich glauben, wie oh, alle anderen Fuzzi, auch. Fuzzi, sag mal, bist du denn noch zu retten? Nein, ich... Hey, warte mal, ich beweise es dir. Ich bin Psycho. Hey, Mister, kommen Sie mal her. Also, ich habe das vorausgedacht. Ich habe selbst nicht dran geglaubt, aber es stimmte. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie den Arm brechen? Sagen Sie ihm, ob es stimmt. Ja, das stimmt. Und wenn du noch mal in meiner Zukunft rumfuschst, du Ratte, dann breche ich dir sämtliche Knochen. Oh, es tut mir leid, ich kann ja nichts dafür. Ist ja nicht meine Schuld. Habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Das glaube ich nicht. Ich komme aus Texas, Mister. Sagen Sie doch bitte, ist das wirklich so, wie Fuzzi sagt? Ja, leider schon. Hier der Beweis. Ich habe mir auch schon mal den Arm gebrochen. Tut sehr weh? Oh ja, tut furchtbar weh. Brennt wie die Hölle. Also ich habe die Schlinge nicht so tief getragen, sondern viel höher. Sehen Sie, so... Sie haben keinen gebrochenen Arm, Sie Lügner. Fuzzi hört Stimmen aus dem Jenseits. Aus den ewigen Jagdgründen flüstert ihm der Häuptling Stehende Pinie zu, er solle schleunigst einen Berg kaufen, den Stone Mountain. Der Berg sei voller Gold. Da der Berg 50.000 Dollar kostet und Fuzzi nicht so viel hat, macht er seine Freunde zu seinen Partnern und veranlasst sie, ihr Hab und Gut zu versetzen, damit die Summe aufgebracht wird. Fuzzi ahnt nicht, dass er auf einen üblen Trick von Betrügern herangefallen ist. Nur sein Freund Billy traut der Sache nicht. Hey, das war das erste Mal, dass ein Mann mit einem gebrochenen Arm dir so zusetzt. So ein Quatsch, Fuzzi, bei dem ist nichts gebrochen. Also vorher war er schwer gebrochen. Warum haben Sie getan, als wäre er gebrochen? Weil Fuzzi es vorausgesagt hat? Ja, er sagte, ich würde mir den Arm brechen. Und so war's dann. Ist doch klar. Na siehst du, ich hab doch recht. Fuzzi, ich muss mit dir allein reden. Nein, nicht zu machen. Ich lass mich nicht ausquetschen. Na, dann eben nicht. Hey, Mr. Finner. Ich hoffe, Sie sind nicht böse auf mich. Nein, ich bin nicht böse auf Sie. Aber dem werde ich es zeigen. Sie verkaufen mir trotzdem Ihren Claim? Klar, wenn Sie die 50.000 Dollar haben und bald. Oh, Mister, ich prophezeie Ihnen, dass Sie 50.000 Dollar kriegen. Und zwar schleunigst. Solche Prophezeiungen höre ich gern, mein Freund. Hallo, Miss Kitty, da haben Sie sich aber ein bisschen viel aufgeladen. Darf ich helfen? Oh. Beim Einkaufen? Ja. Eigentlich warte ich nur auf Dad. Er ist auf der Bank und spricht mit Mr. Wilson. Oh, Sie meinen wegen seines Kredits? Ja, und ich mache mir schreckliche Sorgen. Ich bin sicher, er gibt das Geld Fuzzi Jones. Dann muss ich mal mit ihm reden. Bitte tun Sie's. Oh, da kommt er ja schon. Er ist ganz furchtbar stur. Howdy, Billy. Hi, Mr. Reed. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich. Aber Sie sollten das Geld lieber nicht Fuzzi geben. Wieso? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe den Eindruck, hier spielt jemand mit gezinkten Karten. Ja? Hast du Beweise? Eigentlich keine. Ich sehe Nord Finner zusammen mit Kerlen, denen ich nicht so weit traue, wie mein Pferd spucken kann. Was hat denn Nord Finner damit zu tun? Vielleicht nichts. Er behauptet, er hätte den Arm gebrochen, nur damit Fuzzis Voraussagen besser wirken. Du meinst, es stimmt gar nicht mit seinem Arm? Er ist ganz in Ordnung, völlig heil. Ah, das wird mir gar nicht gefallen. Ich werde Fuzzi mal besuchen heute Nachmittag. Gut. Wiedersehen, Mr. Reed. Wiedersehen. Wiedersehen, Kitty. Wiedersehen, Billy. Hier!
Irene Pinge. Hast du eine Botschaft für mich heute? Antworte mir, stehende Pinie. Ich bin hier. Heute sei dein Glückstag. Du kriegst viel Geld von Leute. Gib es Mann für Berg voll Gold. Mach ihn schnell. Kleinen Moment mal. Sie sagen kein Wort, drehen sich nur um und gehen los. Was soll das bedeuten? Sie haben ein bisschen viel gesehen, Mr. Reed. Steigen Sie auf Ihr Pferd und reiten Sie die Stadt. Aber plötzlich! Wenn er nach Showdown Flat kommt, wird er alles erzählen und wir stehen dumm da. Er sagt, wenn er bis Showdown Flat kommt, du weißt Bescheid. Los. Ja. Also los, hoch mit dir. Hey, was ist denn mit Ihnen los? Warum haben Sie Reed erschossen? Keine Ahnung, was Sie meinen. Sie wissen, was ich meine. Und Sie werden mir alles erzählen über das Spielchen mit Fuzzy Jones. Nie gehört von ihm. Dann stimmt wohl was mit deinen Ohren nicht. Also gut, hör auf und ich rede. Das wollte ich dir auch raten. Raus damit. Wir haben ihm in seinem Haus einen kleinen Trick gespielt, damit er denkt, er wäre Psycho. Was haben Emery und Finner damit zu tun? Sag ich nicht. Na, das finde ich auch selbst raus. Komm jetzt. Du kannst mir doch keinen Mord anhängen. Nein. Noch nicht. Komm jetzt! Siehst du, Joe? Ich will nur sicher gehen, dass du unser Geheimnis mit niemand teilst. Ich kümmere mich später um dich. Das wirst du mir noch bereuen. Nein, das glaube ich nicht.
Eins, zwei, drei Tonnen. Ja, stimmt, Mr. Mike. Hier sind meine 4.800, Mr. Jones. Das sind 40. Macht genau 40.000, inklusive meiner Hälfte. Ja, Moment, Henry fährt noch. Er ist mit 10.000 dabei. Also wenn er aussteigt, übernehme ich das. Ja, in Ordnung, Wilson. Also das wär's, Männer. Ich muss den Vertrag und dann lassen wir es Ja, also Freunde. Das wär's dann. Sobald alles gezeichnet und gesiegelt ist, kriegt ihr dann was zu sehen, nicht? Ja, wiedersehen. Mach's gut. Wiedersehen. Mach's gut. Ciao. Wiedersehen. Also du weißt, was du zu tun hast. Gut. Herein. Ach, Sie sind's. Hab Sie doch gar nicht erwartet. Ja, ich weiß selbst kaum, was mich herführt. Irgendwer sagte es mir wohl. War's ein Geist? Ja, ich glaube, das stimmt. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, nichts. Mein Glück. Ja, nichts. Ich meine, wie geht's Ihnen so? Genau in der richtigen Stimmung, um meinen Besitz zu verkaufen. Ja, es tut mir leid. Ich bin nur nicht so weit. Ich dachte, Sie wären Henry Reed. Wie meinen Sie? Ja, also, Sie sagten noch 50.000, aber ich habe leider erst 40. Na, hören Sie, Partner, da werden wir doch nicht so kleinlich sein. Ich nehme die 40.000 und wir sind quitt. Na, Sie spaßen wohl. Sie geben mir das Geld und ich gebe Ihnen den Grundbrief. Hier habe ich schon alles für Sie sauber verpackt. Wunderbar. Ich traue Ihnen. Hier ist die Urkunde. Alles ordentlich gesiegelt. Ist ja toll. Danke, Mister. Also, Partner, wir sehen uns noch. Hey, stehende Pinie. Stehende Pinie. Alles hat so geklappt, wie du es gesagt hast. Stone Mountain gehört jetzt der Fuzzy Coon Jones Company. Hier, wie gefällt dir das? Hm? Wir haben's. Nichts wie weg hier. Na, sieh mal, wer ist das? Sheriff Flecklin scheint mir. Los, komm jetzt. Hallo, Fuzzy. Hallo, Sheriff. Heute leider keine Voraussagen. Vergiss es, Fuzzy. Das sind meine Spargroschen. Ich möchte bei deiner Sache mitmachen. Sheriff! Sheriff! Wer war das? Ich höre nichts. Sheriff! Hier bin ich! Da, schon wieder. Ich kann nichts hören. Einer von uns beiden spinnt. Es müssen wohl Sie sein. Hier draußen bin ich! Was ist passiert? Wer war denn das? Na, stehende Pinie. Davon verstehst du doch nichts. Nein, dann schau doch mal nach oben. So wird das gemacht. Er hat seine Stimme verstellt und du bist drauf reingefallen. Wieso geht das? Bin ich blöd. Merkst du jetzt, dass sie dich reingelegt haben? Du meinst, das war alles Betrug? Genau das. Aber ich hab doch die Urkunde. Die kannst du dir an deine Pinie hängen. Echt? Hey, die Kerle haben das Geld, 40.000 Dollar. Das wird schwer sein, es ihnen wieder abzujagen. Wie groß ist ihr Vorsprung? Noch ein paar Minuten. Also worauf warten wir doch? Ich muss das Geld zurückbringen, sonst bin ich futsch. Sieh mal, das ist Joe Daytons Pferd. Tatsächlich. Das gefällt mir gar nicht. Komm weiter. Ja, das ist scheinbar eilig. Scheint so, ja. Hallo, hey! Klingt wie Joe. Ja. Ruf mal zurück. Hey, Joe, wo bist du? Hier drüben!
Also jetzt bitt mich schon los. Ein Glück, dass ihr endlich da seid. Ich wäre hier fast krepiert. Wie konnte denn sowas passieren? Billy Carson hat mich erwischt auf der Jagd nach Reed. Er wollte dann wieder zurückkommen. Er kommt nicht wieder, den haben wir erledigt. Und das Geld haben wir auch. Gut. Trotzdem sollten wir sehen, dass wir schleunigst hier wegkommen. Also los jetzt. Ist noch nicht lange her, dass die hier waren, das sehe ich. Ich nehme an, die reiten nach Sawtooth Canyon. Hier wissen wir noch. Ich kenne Abkürzung. Ich reite weiter. Wir treffen uns in der Hütte. Okay, reit los. Vielleicht Fuzzi Kujons betrügen. Verkaufst mir ein ganz wertlos Berg. Was redest du da? Es war alles ganz gesetzlich. Du hast die Urkunde, ich hab das Geld. Ja, und hier sind die Zinsen. Ab. Los, heb dich. Ich kenne eine Menge Leute, die mit dir dringend zu reden haben. So, jetzt kletter wieder auf deine Meere. Bewegung. Gib jetzt auf, Emery. Komm her, nimm die Hände rauf. Wenn ihr mich wollt, müsst ihr mich holen. Ich hole ihn mir, Sheriff. Jetzt geht's zu Fuß.
Gut gemacht, Fuzzi. Ah, Fuzzi Cujo und erwischt immer seinen Mann. Sheriff, nehmen Sie Dayton. Los, ihr zwei, auf die Pferde, los. Hey, Fuzzi ist das. Hat wohl Gefangene gemacht. Steckt sie in die Zelle. Da gab's wohl Ärger. Vielleicht wollten sie an unser Gold. Sperr sie ein, Charlie. Hallo, was ist da passiert? Wir haben wir angestellt. Wollten wir an unser Gold? Moment mal, ist alles bestens in Ordnung. Natürlich. Wir wussten, wir können dir trauen. Und wann können wir unseren Boden sehen? Ja, wisst ihr, das ist so. Sagst du ihn, Billy? Ja, Gentlemen, ihr und Fuzzi seid Opfer eines Schwindlers. Es gibt kein Gold auf Stone Mountain. Es gibt kein Gold auf Stone Mountain. Moment mal, hey, nur keine Aufregung. Fuzzi sagt, alles ist in Ordnung und das stimmt. Hier ist euer Geld, jeder Cent. Wir wollten doch ein Vermögen machen. Ja, was ist mit unserem Profit? Einen Moment, Gentlemen. Seid froh, dass ihr euer Geld zurückkriegt. Tut's auf meine Bank, dann bringt's auch Profit. Na, Hauptsache, wir verlieren nichts. Ich denke, wir sind Fuzzi Dank schuldig. Da bin ich nicht so sicher. Sheriff, Sie sollten sich diesen Typ mal vornehmen. Der hat ja den ganzen Unfug vom Zaun gebrochen. Hm? Ihn festnehmen? Er ist doch Ihr Freund, oder? Ich bin ihm vorher noch nie im Leben begegnet. Hey, Billy, das kannst du mir nicht antun, du. Ja. Es ist so, Sheriff. Ach, wir lassen ihn trotzdem frei. Also. Gibt's denn hier kein Gesetz gegen Wahrsagerei? Wenn ich richtig nachdenke, schon. Da stehen ungefähr 30 Tage drauf. Oh, heilige Kuh, das finde ich gemein. Richtig gemein finde ich das. Entschuldigung, Gentlemen. Wo finde ich Mr. Wilson? Ich bin Mr. Wilson. Mein Name ist Graham. Ich bin von der Eisenbahngesellschaft. Unsere Vermesser haben sich den Streckenablauf angesehen und ich tätige jetzt die Landaufkäufe. Um es kurz zu machen, wir möchten Stone Mountain kaufen und wir sind bereit, dafür bis zu $150,000 zu zahlen. Hurray! Ich bin Psycho! Ich bin Psycho! Hey, Fuzzi! Fuzzi, wo willst du denn hin? Ich muss dringend mit Schiene Pinio sprechen. sondern viel höher, sehen Sie, so... Sie haben keinen gebrochenen Arm, Sie Lügner. Fuzzi hört Stimmen aus dem Jenseits. Aus den ewigen Jagdgründen flüstert ihm der Häuptling stehende Pinie zu, er solle schleunigst einen Berg kaufen, den Stone Mountain. Der Berg sei voller Gold. Da der Berg $50,000 kostet und Fuzzi nicht so viel hat, macht er seine Freunde zu seinen Partnern und veranlasst sie, ihr Hab und Gut zu versetzen, damit die Summe aufgebracht wird. Fuzzi ahnt nicht, dass er auf einen üblen Trick von Betrügern hereingefallen ist. Nur sein Freund Billy traut der Sache nicht. Hey, das war das erste Mal, dass ein Mann mit einem gebrochenen Arm dir so zusetzt. So ein Quatsch, Fuzzi, bei dem ist nichts gebrochen. Also vorher war er schwer gebrochen. Warum haben Sie getan, als wäre er gebrochen? Weil Fuzzi es vorausgesagt hat? Ja, er sagte, ich würde mir den Arm brechen. Und so war's dann. Ist doch klar. Na siehst du, ich hab doch recht. Fuzzi, ich muss mit dir allein reden. Nein, nichts zu machen. Ich lass mich nicht ausquetschen. Na, dann eben nicht. Hey, Mr. Finner. Ich hoffe, Sie sind nicht böse auf mich. Nein, ich bin nicht böse auf Sie. Aber dem werde ich es zeigen. Sie verkaufen mir trotzdem Ihren Claim? Klar, wenn Sie die $50,000 haben und bald. Oh, Mister, ich prophezeie Ihnen, dass Sie $50,000 kriegen. Und zwar schleunigst. Solche Prophezeiungen höre ich gern, mein Freund. Hallo, Miss Kitty, da haben Sie sich aber ein bisschen viel aufgeladen. Darf ich helfen? Oh. Beim Einkaufen? Ja. Eigentlich warte ich nur auf Dad. Er ist auf der Bank und spricht mit Mr. Wilson. Oh, Sie meinen wegen seines Kredits? Ja, und ich mache mir schreckliche Sorgen. Ich bin sicher, er gibt das Geld Fuzzi Jones. Dann muss ich mal mit ihm reden. Bitte tun Sie's. Oh, da kommt er ja schon. Er ist ganz furchtbar stur. Howdy, Billy. Hi, Mr. Reed. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich. Aber Sie sollten das Geld lieber nicht Fuzzi geben. Wieso? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe den Eindruck, hier spielt jemand mit gezinkten Karten. Ja? Hast du Beweise? Eigentlich keine. Ich sehe Nord Finner zusammen mit Karl.
Also los, hoch mit dir. Hey, was ist denn mit Ihnen los? Warum haben Sie Reed erschossen? Keine Ahnung, was Sie meinen. Sie wissen, was ich meine. Und Sie werden mir alles erzählen über das Spielchen mit Fuzzy Jones. Nie gehört von ihm. Dann stimmt wohl was mit deinen Ohren nicht. Also gut, hör auf und ich rede. Das wollte ich dir auch raten. Raus damit. Wir haben ihm in seinem Haus einen kleinen Trick gespielt, damit er denkt, er wäre Psycho. Was haben Emery und Finner damit zu tun? Sag ich nicht. Na, das finde ich auch selbst raus. Komm jetzt. Du kannst mir doch keinen Mord anhängen. Nein, noch nicht. Komm jetzt. Siehst du, Joe? Ich will nur sicher gehen, dass du unser Geheimnis mit niemandem teilst. Ich kümmere mich später um dich. Das wirst du mir noch bereuen. Nein, das glaube ich nicht. Sie haben ein bisschen viel gesehen, Mr. Reed. Steigen Sie auf Ihr Pferd und reiten Sie die Stadt. Aber plötzlich! Wenn er nach Showdown Flat kommt, wird er alles erzählen und wir stehen dumm da. Er sagt, wenn er bis Showdown Flat kommt, du weißt Bescheid. Los. Ja. Was gibt's? Ich hab zu tun. Ja, weißt du, ich hab noch mal nachgedacht. Wir sind doch zu gute Freunde, um zu streiten. Da hast du recht, Fuzzi. Ich wusste, dass du nicht so blöd bist, wie du dich anstellst. Also jetzt erzähl mir alles über die Goldmine und wo sie ist. Los, spuck's aus. Ich darf ja nicht, aber... Du sehr klug sein. Du schnell Geld besorgt. Aber nicht sacken für die Kassen. Der schlechte Medizin für dich. Nein. Es geht nicht, Billy. Du musst einfach an dich glauben, wie alle anderen auch. Fuzzi, sag mal, bist du denn noch zu retten? Nein, ich...
Hey, warte mal, ich beweise es dir. Ich bin Psycho. Hey, Mister, kommen Sie mal her. Also, ich habe das vorausgesagt. Ich habe selbst nicht dran geglaubt, aber es stimmte. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie den Arm brechen? Sagen Sie ihm, ob es stimmt. Ja, das stimmt. Und wenn du noch mal in meiner Zukunft rumfuschst, du Ratte, dann breche ich dir sämtliche Knochen. Oh, es tut mir leid, ich kann ja nichts dafür. Ist ja nicht meine Schuld. Habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Das glaube ich nicht. Ich komme aus Texas, Mister. Sagen Sie doch bitte, ist das wirklich so, wie Fuzzi sagt? Ja, leider schon. Hier der Beweis. Ich habe mir auch schon mal den Arm gebrochen. Tut sehr weh? Oh ja, tut furchtbar weh. Brennt wie die Hölle. Also ich habe die Schlinge nicht so tief getragen, den ich nicht so weit traue, wie mein Pferd spucken kann. Was hat denn Lord Finner damit zu tun? Vielleicht nichts. Er behauptet, er hätte den Arm gebrochen, nur damit Fuzzis Voraussagen besser wirken. Du meinst, es stimmt gar nicht mit seinem Arm? Er ist ganz in Ordnung, völlig heil. Ah, das wird mir gar nicht gefallen. Ich werde Fuzzi mal besuchen heute Nachmittag. Gut, Wiedersehen, Mr. Reed. Wiedersehen. Wiedersehen, Kitty. Wiedersehen, Billy. Hier! Hast du eine Botschaft für mich heute? Hey, antworte mir, stehende Pinie. Ich bin hier. Heute ist ein dein Glückstag. Du kriegst viel Geld von Leute. Gib es Mann für Berg voll Gold. Mach ihn schnell. Kleinen Moment mal. Sie sagen kein Wort, drehen sich nur um und gehen los.